Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Schwarzlöwen-Truhenöffnung. Und zwar gibt es jetzt die geflügelte Tagtraumtruhe. Und da drin gibt es jetzt als garantierten Abwurf den Trank der Nebelbelohnung, womit man Fortschritt beim WVW und PvP-Belohnungsfahrt bekommt. Also ganz nette Geschichte für alle Leute, die WVW spielen oder vielleicht nochmal eine Gabe der Schlacht brauchen oder sowas. Damit kriegt ihr nochmal ein bisschen Progress bei diesen Belohnungspfaden. Ansonsten neu sind jetzt hier die drakonischen Waffen, die es jetzt hier gibt. Weiterhin gibt es in der schwarzen Truhe das Blutwärmeschwert, was schon in der letzten Truhe reingekommen ist. Neu dafür reingekommen ist jetzt der Skin für das geflügelte Taktraum-Skiff. So die Hoffnung bei mir, dass ich das Ding bekomme. Auch neu sind hier die Equinox-Waffen, die jetzt reingekommen sind. Ich weiß gar nicht, wie alt die inzwischen sind, aber die sind immer noch mega schön. Und meiner Meinung nach sind auch hier die beiden Glyphen neu reingekommen. Weiß nicht, was für Glyphen vorher drin waren, aber die sind jetzt wohl ausgetauscht. So, dann schauen wir mal rein. 30 Schüsse habe ich vorbereitet. Vielleicht machen wir noch einen goldenen auf. Ach, wisst ihr was? Wir machen einfach einen goldenen heute noch auf. Und dann schauen wir mal, was rauskommt. Also, Truhe Nummer 1. Ein paar Farben rausbekommen. Das ist schon mal in Ordnung. Wir haben das Blutflammenschwert bekommen. Das hat mir tatsächlich gefehlt. Da hatte ich nämlich letztes Mal nicht so viel Glück gehabt. Eine Garderobenfreischaltung. Garantierte Waffenfreischaltung. Ist das, was wir noch rausbekommen haben? Ah, ist eher so mies hier bei der Transmutationsladung. Freue mich ehrlich gesagt gar nicht so drüber. Dann, okay, ein Teleport to Friend. Auch vor allem Währungsumtausch haben wir jetzt mal bekommen. Das ist ganz gut. Ein Equinox-Skin bekommen, den Langbogen. Schauen wir uns gleich genauer an. Dann, was haben wir hier? Mal ein bisschen Farben. Das ist T5-Mats. Noch mehr Farben. Garantierte Galeroben-Freischaltung. Da hoffe ich, dass ich mal was Gutes rausbekomme. Nochmal. Was ist das? Ich habe wirklich heute eine Glyphe bekommen. Wut. Da freue ich mich tatsächlich, ey. Ja, ich habe mir schon öfter so überlegt, ob ich mir eine Glyphe kaufe. Und ist sie mir hier rausgekommen. Das ist wirklich lucky. Aber ich würde mich sehr über das Gift freuen. Drakonischer Waffenskin, okay. Komm, gib mir halt einfach das Gift. E5. Da ist das Gift. Uff. Nach 14 Schüsseln. Ich habe Leuten gehört, die 15 Schüsse verwendet haben und das noch nicht rausbekommen haben. Ich habe es nach 14 Schüssen bekommen. Richtig glücklich. Wir machen aber trotzdem noch einen goldenen Schlüssel auf. Richtig gut. Richtig, richtig gut. Mal schauen. T6 Mats. Okay, okay, okay. Hier nochmal einen drakonischen Skin. Was sind das? Die Fackel. Und noch eine garantierte Waffenfreischaltung. Oh Gott, da haben wir heute echt noch viel zu sehen und zu zeigen. Münze ist mir so. Schwarze Figürchen ist auch in Ordnung. Kriegen wir noch mal was Gutes? Na? Na? Noch mehr T6 Mats? Jetzt gönnt's aber gar nichts mehr, ne? Na, noch mal garantierte Garderobenfreischaltung. Na? Komm, gönn doch bitte noch mal was. Und noch mehr Farben. Was ist das? Ach, das Schlossknacker-Kit ist auch ganz in Ordnung. Kann man sich auch nicht beschweren. Letzter Schlüssel. Und nochmal T6 Mats. So, aber wir haben gesagt, wir machen auf jeden Fall heute noch eine einen goldenen Schlüssel. 50 schwarze Figürchen. Haben jetzt nicht ganz gereicht. Da mal eine Schlüssel. So, nochmal kurz den Button hier streicheln und drakonisches Gewehr. Okay, hat sich nicht so hart gelohnt, der schwarze Schlüssel. Aber ist okay. So, dann schauen wir mal, was wir rausbekommen haben. Wir haben hier T6 Mats. Wir haben, glaube ich, irgendwo nochmal T5 Mats. Da haben wir T5 Mats. Da haben wir Farben. Da haben wir Garderobenfreischaltungen. Dann haben wir hier noch schwarze Material, Eisbruttaschen. Über die Tasche freue ich mich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich kann gleich darauf eingehen, warum. So, machen wir mal so. So, dann haben wir mal die Skins hier alle hin. Die Kakonen schon mal zusammen. Erstmal dahin, das Blutflammenschwert.
an drakonischen. Jetzt mal so hin. Die Glyphe. Da bin ich gleich gespannt, was wir da so rausbekommen. Also was die wert ist, meine ich. Nicht, was wir da rausbekommen. Das machen wir dahin. Irgendwie so passt das, glaube ich. Ja, und das ist unser Zong aus der ganzen Geschichte. So, okay, dann schauen wir mal. Wir haben... wir müssten jetzt 31 schwarze Figürchen rausbekommen haben insgesamt, weil wir 31 Truhen drauf gemacht haben. Minimum. Wir hatten, glaube ich, zwischendrin noch mal ein paar schwarze Figürchen so rausbekommen. Wir haben die halt jetzt gerade umgetauscht gegen den goldenen Schüsse. 30 Transportationsladungen, über die freue ich mich natürlich mega. Freue ich mich direkt auch. 3 Teleport to Friend. Ist ganz in Ordnung, weil ich in letzter Zeit ein paar verwendet habe, ein paar Wiederbelebungskugeln. Und natürlich bei jeder Kiste jetzt so ein tollen Belohnungsdrang. So, dann schwarze Tickets. Ich hatte letztens einige übrig gehabt. Da habe ich ihn mal umgetauscht, glaube ich, gegen einen Wolpertinger oder sowas. Damit ich da auch mal Sammlung 1 mal abgeschossen habe. 2 Währungsumtauscher und ein Schossknacker-Kit. Okay, so. Jetzt wird es interessant. Also, die Fackel. Die Fackel. So sieht die Fackel aus. Die ist jetzt gerade 10 Gold, 10 Gold 30 sowas wert. Dann den Langbogen. Der ist gerade 12 Gold 50 wert. Und das Ding sieht so aus. Es erinnert mich ein bisschen an dieses Meme, an dieses Tiefen-Meme mit diesem Hund. Die ganze Skin-Reihe. Was haben wir hier? Drakonisches Gewehr. Ja, das noch mehr, ehrlich gesagt. Okay, was ist das wert? 10 Gold 80 ungefähr. Dann den Equinox Langbogen. Darauf habe ich mich tatsächlich ein bisschen drüber gefreut, weil Equinox immer sehr geil sind. Das Ding aus. Das ist aktuell 36 Gold wert. Wobei, ich glaube eher so die 40 Gold sind ein bisschen realistischer. Ist ein guter Wert. Kann man sich nicht beschweren. Das gucken wir uns gleich noch an. Das schauen wir im Anschluss genauer an. Das Blutflammschwert, so sieht das Ding aus. Das finde ich halt, ist halt ein Skin meiner Meinung nach, den sollte jeder Wiedergänger bekommen. Das ist so ein mega cooles Schwert. Sieht schon wirklich mega, mega gut aus. So, und jetzt bin ich mal gespannt, was ist die Glyphe des Fleißes wert, wo der Sammelvorgang 50% schneller abgeschlossen wird. 77 Gold, 88 Gold, oh, nehme ich mit. Nehme ich mit, vielleicht packe ich das auf meine unendliche Holzfäller-Axt. Die sollte ein bisschen schneller schwingbar sein. So, dann schauen wir mal, was kriegen wir denn jetzt hier aus diesen T5-Materialien raus. Die sind ja eigentlich nicht so viel wert, okay. Weg damit. T6 ist ein T5-Blut, ist nicht schlecht. Ja, nehme ich mit, fürs nächste Legendary. Dann schauen wir mal in die Farben rein. Hiervon habe ich 6 Stück und das sind die tödlichen Farbkits. Da fehlt mir nur noch die Gallenfarbe, wie es aussieht. Ja, nur noch die Gallenfarbe. Guck mal hier noch durch. Das bedeutet, jede Farbe, die ich jetzt nicht selber brauchen werde, werde ich dann auch später gleich auf die Gildenbank drauflegen von der Gildnis-Gilde. Wenn ihr also irgendwas braucht, könnt ihr euch dann dort auch wieder bedienen. So, nur die Säurefarbe war jetzt hier besonders. Was ist die wert? 1 Gold 30 nehme ich mit. Also, kann man mitnehmen, ne? Zur Urne fehlt mir hier noch. Da fehlt mir 2 Farben. 3. Das war's, was mir hier fehlt. Farbkit. Wie heißt denn das überhaupt? Effekten Farbkit. Also 3 Farben. Schauen wir mal, was wir hier rausbekommen. Das wollen wir nicht. Einmal die Goldfarbe, einmal Erde, einmal Pastell-Honigfarbe. Eine Dämmerungsfarbe. Warte mal, jetzt packen wir das mal ein bisschen hier um, damit wir hier gleich ein bisschen Überblick noch haben. So. Irgendwie so in die Richtung. Und eine Kürbisfarbe haben wir noch rausbekommen. Ja, cool. So, dann haben wir Farbkit des verrückten Königs, also passend eigentlich zu Halloween, aber auch wenn wir jetzt gerade kein Halloween haben. Da brauche ich das Rot hier. Aber sonst
ist, glaube ich, hier gar nichts, ne? Vielleicht gönnt mir heute noch mal ein bisschen die Farben hier noch mal was. Schauen wir mal. Nope. Dann, ah, guck mal, da ist die Farbe. Was kostet die denn? 1 Gold 50. Sehr cool. Benutze ich auch direkt. Sehr gut. So, und damit habe ich jetzt alle Farben drin, die ich brauche. Was ist die hier wert? Oh Gott, die ist ja gar nichts wert. Die dunkle Fiederfarbe. Wir hätten hier noch die Kürbisfarbe vorhin noch bekommen. Ist auch nur noch 3 Silber wert. Was ist denn hier los? Dann Winterbrise. Und dann haben wir hier noch das Blutstein-Kit. Farbkit. Da fehlt mir gar nichts mehr. Ja, das ist ja enttäuschend. Da fehlt mir tatsächlich keine Farbe mehr. Aber auf der Gildenbank landet eine Tiefpetrolfarbe. Okay. Dann schauen wir mal, was man jetzt noch aus den Geschichten hier rausbekommen. Beziehungsweise wir können auch erstmal die Materialtaschen hier aufmachen. Das ist vielleicht auch nicht schlecht. Da sind nämlich nicht so besondere Sachen drin. Außer vielleicht sowas wie mystische Münzen, die sechs Materialien. Das hätte ich gerne. Warte mal, die haben sie verbessert. Kann das sein? Die waren nämlich letztes Mal noch schlechter. Da waren nämlich noch die Chilischoten zum Beispiel drin gewesen. Das ist. Die haben sie anscheinend angepasst, scheint mir so. Ah, cool. Ja, auf jeden Fall würde ich mich sehr über drakonische Magnetsteine persönlich freuen. Vielleicht hier so ein Gletscher-Magnetstein oder so. So, wenn man nochmal ein Legendary angeht. Vielleicht ganz interessant. Über ewige Eisscherben würde ich mich überhaupt nicht freuen. Einer der folgenden Gegenstände garantiert. Drei der folgenden Gegenstände garantiert. Okay, wartet mal. Wartet mal. Was kriegen wir denn da? Oh, jetzt habe ich natürlich alles sortiert, aber ist jetzt nicht weiter schlimm. Was kriege ich denn hier so raus? Okay, T6-Materialien ist schon mal gut. Noch mehr T6 ist gut. Das ist nicht so gut. Das hätten wir nicht so gerne. Noch mehr ewige Eisscherben hätte ich auch nicht so gerne. Eine mystische Münze ist damit schon mal ein Gewinn. Und noch gleich mal nochmal zweimal T6-Staub. Dann Prismatizid-Kristall. Okay, ist meiner Meinung nach so ein bisschen der Zonk. Davon brauche ich gar nichts mehr. Aber dafür eben nochmal hier zweimal T6-Schuppen bekommen. Bei Totems, da freue ich mich tatsächlich auch nochmal drüber. Und nochmal ein bisschen T6 Clown haben wir hier auch nochmal rausbekommen. Sind aber, glaube ich, auch nicht mehr so viel wert. Können wir nochmal nachschauen. Ja, 6 Silber. Sind halt gut gesunken über die Jahre. So, gut. Die könnten wir jetzt auch noch verkaufen. Sind auch nur noch bei 5 Kupfer. Könnt ihr mir fast überlegen, ob sich da nicht die Infusion langsam lohnt. So. Dann schauen wir mal nach den garantierten Waffenfreischaltungen. Also, wie schon der Name vermuten lässt, können wir jetzt hier irgendwelche coolen Waffen hier freischalten. Alles, was es halt in Waffen gibt. Anscheinend auch so ein paar Super Adventure Box-Geschichten. Tatsächlich. Also, ja, das sind nämlich die einzigen normalen Super Adventure Box-Waffen, die mir noch fehlen. Sind immer die Kaiserschlangenwaffen. Ich glaube, die sind auch irgendwo bestimmt noch bei 20 Gold oder so. Fehlerwaffen fehlen mir auch noch einige. Eigentlich mal einkaufen können. Und dann praktisch alles, was man für Tickets mal gekauft hat. Richtig freuen würde ich mich über so Mjölnir oder so. Das sind halt richtig, ist ein richtig teurer Skin. Schauen wir mal, was wir rausbekommen. Als Waffe Nummer 1. Düsterflügelwaffe. Was ist die denn wert? Düsterflügel Axt. Boah, 89 Gold. Kann man mitnehmen, ne? So sieht das Ding aus. Aber oh, kann man auf jeden Fall mitnehmen. Sieht geil aus. Gefällt mir gut. Klingt nach. Kann das sein, dass das so ein Halloween-Skin-Set ist? Dachte mir nicht spontan gar nichts mehr. Ja, doch, das müsste, glaube ich, Halloween gewesen sein. Okay, dann schauen wir mal. Nächste. Gletscheraxt. Gletscheraxt haben wir bekommen. Das ist auf jeden Fall gar nicht so alt. Sind auch 40 Gold. Oh, 39 Gold. Noch eine Axt wohlgemerkt. Ne, gerade erst eine Axt rausgezogen. Kann man mitnehmen. Sind auf jeden Fall gute Skins. Hätte auch mich weitaus schlechter treffen können. So, dann bei den garantierten Garderobenfreischaltungen können wir uns eben jetzt so ein Kleidungsset rausholen. Gleitschirme meine ich. Rüstungsskins, ganz viele, die ich noch nicht freigeschalten habe. Ich hoffe nicht, dass wir irgend so ein Dungeon-Ding rausziehen. Ich hoffe, dass mir letztes Mal habe ich immer ganz gut Glück gehabt, dass ich irgendwas aus dem Edelstein-Shop rausbekommen habe. Waffen kann ich auch hier wieder rausziehen. Und
Sehr viele Waffen, wie man sieht. Und genau, Rückenteile kann man hier auch freischalten und Farben und ich glaube, Miniaturen auch noch. Ja. Und genau, darauf wollte ich noch eingehen. Hier auch Todesstöße und heißen sie Briefboden. Genau. So, dann schauen wir mal. Skin Nummer 1, ein Eichenschulterschütze. Ich wette, Eichenschulterschützer klingt nach. Klingt nach Silvari. Skin. Jetzt muss ich kurz noch mal nachschauen. Geht's. So, ich meine, das müsste Silvari. Ja, genau. Es ist Teil der Kassenrüstung, Kulturrüstung. Das war das, was ich gesucht habe. Und ist wohl 20 Gold wert. Ja gut, haben wir uns 20 Gold gespart. Ist schon mal, ist in Ordnung. Hätte auch einer dieser Skins sein können, die nur ein paar Silber wert sind. Und was haben wir jetzt hier noch? Schwarzlicht. Farbe rausbekommen. Okay, das hatte ich auch noch nicht gehabt. Schwarz. Ja, immerhin. 2 Gold 20. Gut. Dann würde ich sagen, nochmal hier einen Cut. Und dann gucken wir gleich nochmal, wie das Skiff eigentlich in der Aktion aussieht. Bis gleich. So, wir sind jetzt also hier in der Guild News Gildenhalle und gucken uns jetzt das geflügelte Tagtraum-Skiff an. Und ich würde mal sagen, wir packen das einfach mal raus. Das sind jetzt auch die Standardfarben. Das Schöne ist, ihr seht es hier schon, das Skiff hier hat so zwei Segel, hier zwei vordere Segel. Und solange man geankert ist, sind die hier eingefaltet. Und wenn wir jetzt losfahren, werden die Segel gehisst und man kann dann losfahren. Sonst hat das jetzt keine besonderen Effekte, keine, was weiß ich, irgendwelche Wellen oder so. Auch die Wasserbomben haben jetzt keine Effekte oder so. Aber eigentlich ziemlich coole Geschichte. Bisschen stören vielleicht beim Fahren, dieses große Segel. Aber wenn man ein bisschen rausgeht, alles kein Problem. Und wenn man jetzt hier wieder ankern, zack, faltet sich dann auch hier das Segel wieder zusammen. Und einfärben kann man das ganze Ding auch. Die Besonderheit nämlich hieran ist, das Ding hat vier Farbslots. Können wir uns gleich mal angucken. Warte mal, Farben. Hier sind wir. Vier Farbslots. Jetzt habe ich natürlich meine Farben hier vorbereitet. Das ist natürlich optimal. Okay, fangen wir mal an. Grün. Oh Gott. Grün ist dieser eine Farbslot hier. Das ist im Grunde, würde man sagen, 90% des Gifts, die wir mit dem einen Farbslot jetzt einfärben. Dann nehmen wir mal ein Blau, vielleicht mal Grünblau für das hier. Ah, okay. Damit können wir jetzt hier das Logo hier einfärben und hier vorne dieses Bändchen und da oben dieses kleine fadenartige Bändchen. Dann machen wir mal einen Rotton, wäre vielleicht nicht schlecht. Ah, okay. Da haben wir dann hier diese Verzierungen, die wir hier mit einfärben können, die rundherum um dieses Geländer sind. Und dann machen wir mal ein Gelb. Und dann halt im Grunde alles andere. Ja, also diese ganzen Segel, Farbe an sich und diese Flügelchen hier an der Seite und so weiter. Super. Ach genau, was ich vielleicht noch erwähnen sollte, auch eine Besonderheit an dem Skiff ist, man hockt, die ganzen anderen Passagiere hocken hier auf diesen Bänken. Also so ein bisschen gegenüber. Gibt ja andere, da hockt man so hintereinander oder auch nebeneinander ein bisschen in die Fahrtrichtung guckend. Ja, das war's soweit. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst vielleicht noch ein Däumchen da, einen Kommentar und dann bis zum nächsten Mal.